Das heutige Evangelium ist nicht nur lang, sondern auch anstrengend zum Anhören, weil Jesus über Dinge spricht, die schwierig sind. Er tut es aber nicht deswegen, um seinen Jüngern das Leben schwer zu machen, sondern um ihnen etwas ganz Wichtiges auf den Weg mitzugeben. Und so auch mir und dir. Abgesehen davon, dass Jesus hier das jüdische Gesetz in ein anderes Licht rückt, weil er verschärft die Vorschriften, die das Alte Testament enthält, möchte Jesus etwas ganz anderes den Jüngern vermitteln. Was es ist, kann man gut ablesen, gerade weil Jesus über solche heiße Eisen spricht, die da sind. Also nicht nur, es geht hier nicht nur um die Ehescheidung, sondern auch zum Beispiel um den Frieden zwischen den Menschen. Dass man sich entschuldigen und versöhnen muss mit jedem, das ist nicht so leicht. Also das mit dem Schwören, das ist so eine Sache, die uns nicht so geläufig ist und betrifft nicht so direkt, ist auch ernst zu nehmen, aber hat mit unserer Lebenswirklichkeit nicht viel zu tun. Dieses sich mit anderen versöhnen, das ist eine schwierige Sache. Ich kann mich daran zwar nicht erinnern, aber ich weiß, in den 50er Jahren haben die polnischen Bischöfe einen Brief an die deutschen Bischöfe geschickt, kurz nach dem Krieg. Und der Brief war ein bisschen länger, aber da kam auch ein Satz vor, den zuerst die Bischöfe in Deutschland nicht verstehen konnten und dann die Staatsoberhäupter überhaupt nicht gerne gelesen haben. Sie haben geschrieben: Wir verzeihen euch und bitten euch um Verzeihung. Und dann ist auch etwas passiert zwischen den Christen in Deutschland und in Polen. Da war Versöhnung möglich. Heutzutage ist es wieder ein bisschen anders, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das zeigt, damals haben sie dieses Wort Jesu ernst genommen. Und das war nicht so ein Spruch irgendwie. Also die Älteren von euch können sich vielleicht daran erinnern, wie es nach dem Krieg war. Das war gar nicht so einfach für die meisten, das zu schlucken. Dass da so etwas passiert ist, dass meine Familie daran beteiligt war, die meine Nachbarn und viele anderen, ob sie es wollten oder nicht, wir waren alle drinnen. Und dann Versöhnung mit denen zu suchen, die noch vor 5 Jahren auf der anderen Seite standen, das ist nicht so belanglos, wie es heutzutage erscheint. Dasselbe, was die Ehelehre betrifft. Jesus sagt, das ist eine ernste Sache, das mit der Ehe. Das ist nicht so irgendwas. Sondern da geht es um das Wichtigste. Um die Menschen, die sich einander ganz schenken sollen. Und Jesus warnt davor, das alles auf die leichte Schulter zu nehmen. Sondern sagt, wenn ihr euch entscheidet, entscheidet euch richtig. Man kann es ein bisschen anders noch auslegen. Vielleicht hast du einmal in deinem Leben Geld verloren. Also ich habe nie wirklich Geld verloren. Also ich rede nicht so, dass man irgendwo geht und die Handtasche verliert oder das Portemonnaie, sondern wenn du investierst und dann plötzlich dein Geld weg ist. Ich habe Menschen gesehen, die so etwas durchmachen mussten. Und das waren keine kleinen Beträge, weil wenn man Geld anlegt, ja, legt man das Ersparte an und erwartet sich wenigstens, dass da keine Wertminderung ist. Und plötzlich ist das Geld weg. Wie weh das tun kann. Und Geld, seien wir uns ehrlich, ist wichtig, aber nicht das Wichtigste im Leben. Also ich kenne sehr viele Leute, die wenig Geld haben und sehr glücklich sind. Also Geld ist nicht unbedingt mit Glück gleichzusetzen. Und es kann so wehtun. Und Jesus erinnert an die wenigen Bereiche, die er hier aufzählt, um zu sagen, das ist wichtig. Aber warum macht das Jesus überhaupt?
um den Jüngern etwas Wichtiges zu zeigen. Dass es in der Nachfolge nicht darum geht, also nicht vordergründig, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Es ist toll, dass ihr das macht, aber das ist nicht unbedingt das Wichtigste in der Nachfolge. Die Nachfolge, dein Christsein, entscheidet sich nicht hier, sondern hinter der Kirchentür. Wie viel Zeit verbringst du schon in der Kirche? Eine Stunde in der Woche, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Eine Woche hat viel mehr als eine Stunde. Das sind ein paar hundert Stunden. Was geschieht in der ganzen Zeit, wo du nicht so nahe an Gott bist? Weil das ist so eine Vorstellung, die wir haben. Man geht in die Kirche, da ist man Gott näher. Und das stimmt auch irgendwie. Aber was geschieht da draußen? Weil Gott erscheint uns ein bisschen hartherzig in diesem Evangelium. Also Jesus, das sind wir nicht so gewohnt. Obwohl er eigentlich in den Evangelien oft so harte Worte an seine Jünger spricht. Aber wir sind es nicht gewohnt, Jesus so zu sehen. Er liebt dich. Er will dich nicht verlieren. Und er weiß ganz genau, wie schwach du bist, wie schwach ich bin. Deswegen rüttelt er manchmal seine Jünger auf, um sie daran zu erinnern, dass es hier auf Erden um etwas ganz Wichtiges geht, um dein Leben. Das ist der Einsatz, den du machst. Und das ist egal, also du glaubst an Gott, das ist gut, aber das ist nicht entscheidend, ob ein Mensch an Gott glaubt oder nicht. Man macht immer diesen Einsatz, das ganze Leben auf eine Schale, ob es die Familie ist, die Arbeit, der Gottesdienst oder sonst was, oder Reisen in ferne Länder, wurscht. Das ist wirklich völlig egal. Es geht immer um dein Leben. Ich habe jetzt diese Woche auf Facebook ein gutes Video gesehen von irgendeinem Präsident, glaube ich, Nicaragua oder irgendwo so da in Südamerika. Und er hat eine wirklich interessante Sache gesagt. Schau mal, was du mit deinem Geld machst. Du kaufst dir verschiedene Sachen. Ein neues Telefon, was weiß ich, Fernseher oder ein Buch oder sonst was, irgendwelche Klamotten. Und was du da ausgibst, ist eigentlich nicht Geld, sondern die Zeit, die du gebraucht hast, um dieses Geld zu verdienen. Du gibst deine Zeit aus. Und wenn man sich das jetzt hochrechnet, also so ein iPhone kostet ja 700 Euro, Pi mal Daumen, wenn man einen Vertrag abschließt, kostet es noch ein bisschen mehr, letzten Endes. Und wie viele Stunden müsstest du arbeiten? Also ich glaube, der niedrigste Lohn in Österreich ist 7 Euro die Stunde oder sowas. Für ein kleines Gerät 700 Stunden Arbeit. Also die meisten verdienen ein bisschen mehr. Aber musst dir das vorstellen, 700 Stunden lang musst du schuften, um so etwas zu bekommen. Das ist eine schöne Sache, wenn es jemand braucht und mag, sei es ihm vergönnt. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass ich da meine Zeit ausgebe. Und deswegen sagt Jesus, schau darauf, was du mit deiner Zeit eigentlich machst, was du mit deinem Leben machst. Wirfst du es weg oder gehst du vielleicht vertrauensvoll zu Gott und sagst, du Herr, ich habe da sowas, was soll ich damit machen? Das ist eigentlich die Frage, die man sich jeden Tag in der Früh stellen sollte. Wenn man aufsteht und Morgengebet, das wäre der Idealfall, und zu sagen, Herr, schau mal, da bin ich, was machen wir heute? Und auf ihn hören. Da gibt es verschiedene Methoden und für jeden ist etwas anderes vielleicht geeignet, aber das sind dann Einzelheiten. Und wenn man so lebt, wie Jesus es vorschlägt, mit aller Ernsthaftigkeit, und das schließt nicht aus, dass man richtig feiert, weil wenn man das in die Evangelien liest, überall, wo Jesus hinkommt, also nicht überall, aber bei den meisten Orten, da wird echt gefeiert.
Das erste, was wir im Johannesevangelium von ihm hören, ist Hochzeit zu Kana. Also das erste Richtige. Und da wird es echt nicht getrunken, sondern gesoffen. Da wird echt gefeiert. Es schließt sich nicht aus. Aber Jesus erinnert uns daran, da geht's in deinem Leben nicht nur darum, dass du dir das alles gut einrichtest, dass dich die Menschen mögen oder was dir wichtig ist. Es geht um dein Leben. Wie wir es in der ersten Lesung gehört haben. Gott gab dem Menschen seine Gebote und Vorschriften. Und wenn du willst, kannst du das Gebot halten. Und schaut mal, diese Gebote, die wir kennen aus der Bibel, also alle kennen wir wahrscheinlich nicht, weil die Juden zählen 613, ich kann sie nicht aufzählen, müsste nachschauen. Und im Neuen Testament kommen noch neue hinzu. Ich will dir sagen mit allem Ernst, es ist möglich, jedem Menschen diese Gebote einzuhalten. Echt? Wirklich? Aber du musst ein bisschen anders denken, weil ich selber bin dazu nicht fähig. Jetzt widerspreche ich mir ein bisschen. Aber ich bin selber nicht fähig, diese Gebote zu halten. Ich weiß, wie ich lebe. Und wie ich mich auch bemühe, schreibt auch der heilige Paulus. Er will das Gute, kann es aber nicht halten. Er will keine Sünde, sündigt doch. Es ist nur möglich, wenn du auf Gott vertraust, dass er aus deinem Leben etwas macht. Diese Kontrolle aus den Händen zu geben, ist nicht so einfach. Aber ich kann dir garantieren, weil ich selbst das erlebt habe, überall dort, wo du die Kontrolle über dein Leben in die Hände Gottes legst, da werden dir Dinge möglich, die dir heute unmöglich erscheinen. Vielleicht hast du jemanden, mit dem du wirklich zerstritten bist, der dich verletzt hat oder den du verletzt hast. Versöhnung ist möglich. Ich weiß, dass wenn ich mit manchen meiner Brüder manchmal streite, kommt vor, wir sind auch nur arme Sünder, und wenn dann der Streit wirklich tagelang andauert, das ist so, unter Männern ist es nicht immer so laut. Ne? Also man grunzt ein bisschen und ist unfreundlich und geht sich aus dem Weg, ne? Wenn man friedlich miteinander leben will. Das funktioniert. Also man kann wochenlang so leben, jahrelang, und es geht. Aber dann kommt die Messe, ne? Und du hast diesen einen Trottel, der neben dir steht. Du bist auch nur ein armer Trottel. Und dann kommt das Friedenszeichen. Und was ich für mich gelernt habe, ist in diesem Moment zu sagen, Herr, ich kann mit ihm nicht, aber gib ihm den Frieden. Und so einfach ist das, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Sich dessen bewusst zu sein, dass man selber schwach ist und auf die Stärke, die Gott ist, zu vertrauen. Ich weiß, ich vereinfache das Ganze, aber ich rede eh schon lange und damit schließe ich ab. Versucht, auf ihn zu vertrauen. Weil das, was er uns vor die Augen stellt, diese Wahl, Tod oder Leben, es ist klar, was du willst. Du willst ja leben. Dann lebe nach dieser Wahl und beschäftige dich nicht mit Dingen, die nur deine Zeit rauben.